Wir sind hier in der Ausbildungswerkstatt mit unserem Martin von der Serviceleitung und der Martin erklärt uns ein bisschen was über den Senec Stromspeicher. Martin, was macht denn so ein Stromspeicher eigentlich? Unser Stromspeicher ist dafür da, dass unsere überschüssige Energie, die tagsüber von der PV-Anlage produziert wird, auch nachts genutzt werden kann. Okay, und wie lange kann man den Strom da drin speichern dann? Also nur für einen Tag oder auch länger? In dem Gerät selber kann man den Strom für einen Tag speichern. Okay. Und dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten, den Strom extern zu speichern. Da würde es unsere BSH Cloud geben. Da kann man den Strom auch längerfristig speichern. Okay. Und wie sieht es mit der Kapazität von so einem Gerät aus? Ist die immer gleich? Kann man die individuell anpassen? Die Kapazität von dem Gerät kann man individuell anpassen, stufenweise auf 2,5 kW, 5 kW, 7,5 kW oder dann 10 kW. Okay. Und sollte man einen Stromspeicher einbauen oder nicht? Definitiv. Sehr empfehlenswert.